Hallo und herzlich willkommen zu Hearts of Iron 4 mit The Road to 56. Heute spielen wir die Schweiz. Sie hat nämlich die Abstimmung gewonnen. Beziehungsweise Schweiz und Cold War Mod DDR waren auf Platz 1. Allerdings das Problem mit der Cold War DDR Mod war quasi, dass alle Mods, die es mit der Deutschen Demokratischen Republik gegeben hätte im Kalten Krieg, waren ohne Fokusbaum für die DDR. Die waren alle noch nicht fertig. Außer ich habe irgendeine Mod übersehen. Wenn das passiert sein sollte, dann einfach einen Hinweis da in die, bitte in die Kommentare. Ansonsten heiße ich alle herzlich willkommen zur Schweiz Challenge Time. Das heißt, wir machen mit LO Diplo. Das heißt, wir werden keine Fraktion beitreten, wenn überhaupt, dann nur eine selber gründen und gucken, ob wir die Weltherrschaft erobern können oder halt versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Wie immer, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Alle Videos findet ihr auch in der Playlist, falls ihr mit erst ein bisschen später einsteigt, einfach die Playlist abchecken. Ansonsten, wie immer, freue ich mich über Bewertungen und Kommentare. Und dann gehen wir einfach mal direkt rein. Singleplayer, New Game. 1936, Select Szenario. Natürlich die Schweiz. Hier, dieses kleine, neutrale Land mit dem Namen Swiss Confederation. Denn wir spielen immer auf Englisch, weil auf Deutsch die meisten Mods eh nicht funktionieren. Und ich denke, jeder, der nicht der englischen Sprache mächtig ist, ist egal. Ja. Letzten Endes geht es ja nur darum, mir zuzuhören und zuzuschauen. Das sind die zwei wichtigsten Sachen. Vor allem zweiteres, ersteres kann man auch mal überspringen, weil ganz ehrlich, ohne Ton ist eh besser anzuschauen. Die Mod hat 500.000 Subscribers, da gibt es Kuchen. Natürlich nehmen wir den Kuchen, der bringt Boni, aber in dem Fall geht es eigentlich nur um den Kuchen. Und der Postbote ist da, kleinen Augenblick. So, jetzt hat, ich habe was bestellt, es kam gerade an, welche Freude. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, Österreich auszuschalten und Jugoslawien zu erobern, möglichst schnell. Das Ding ist nämlich, Deutschland wird irgendwann Österreich fordern. Auch wenn wir Österreich besitzen, wird Deutschland Österreich fordern. Das heißt, wir müssen halt Jugoslawien besitzen, bevor Österreich von Deutschland gefordert wird. Weil dann, aber auch nur dann haben wir die Chance, dass wir uns weiter ausbreiten können. Ansonsten, wenn wir das nicht schaffen, wenn quasi Österreich an Deutschland fällt, bevor wir Jugoslawien erobert haben, dann haben wir ein Problem. Aber schauen wir erstmal forschungstechnisch. Natürlich erstmal Infrastruktur. Also Industrie halt, Construction ist immer wichtig, Infrastruktur, unsere Infanterie ein bisschen ausbauen, upgraden und Paratrooper brauchen wir. Warum brauchen wir Paratrooper? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, das hängt damit zusammen, dass es passieren könnte, dass wir nicht gegen Österreich gewinnen können, weil Österreich ist natürlich trotz allem stark. Und dann kann es eben dann kann es eben passieren, wir haben jetzt aktuell keine War Score, keine Command Power, jetzt können wir keinen befördern. Jedenfalls kann es halt passieren, dass wir quasi nicht direkt gegen Österreich gewinnen und da müssen wir dann halt zu Tricks greifen. Das heißt, wir brauchen mal Transport Planes noch. So, dann bauen wir Military Factory noch. Genau, eine kann man bauen. Gut. Ansonsten ja, wir brauchen natürlich mehr Waffen. Ansonsten, Infanteriedivision schauen stabil aus. Das ist okay. Müssen wir halt abwarten. Ne? Wie gesagt, das Ziel ist klar. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unsere Militär quasi upgraden. Denn das Problem ist, dass wir aktuell nur 1,2% rekrutierbare Bevölkerung haben. Weil wir einfach quasi ein Milizensystem haben. Das müssen wir eben wegkriegen. Und das kriegen wir weg, indem wir End Reliance on Militia System Map machen. Dann haben wir quasi keine Milizen mehr. Und haben wieder eine normale Armee. Dann können wir nämlich auch mehr Truppen rekrutieren. Aktuell geht das natürlich nicht. So. Ja, jetzt warten wir ein bisschen ab. Flugzeuge haben wir allerdings ein paar. Das weiß ich, Flugzeuge haben wir einige. Die sind hier in Bern stationiert. Die können wir eigentlich direkt dorthin weisen. So, das haben wir einmal. Konstruiert. Brauchen Stahl, das können wir eigentlich gleich mal handeln. Wir brauchen Rubber. Ist natürlich total die Verschwendung, dafür Civil Factories zu opfern, aber wir brauchen es halt leider. Wenn wir Paratrooper haben, werden wir auf alle Fälle erstmal 3-4 Paratrooper-Divisionen ausbilden. Aber es dauert natürlich auch ein bisschen, bis wir die haben. LO Diplo machen wir an, genau. Das hatte ich schon gesagt. Das heißt, ich kann quasi jedem den Krieg erklären. Der Grund des Ganzen ist ganz einfach. Ich finde es langweilig, wenn man das nicht kann. Das Problem ist nämlich, wir hoffen jetzt einfach mal, dass die nicht Anschluss machen, sonst kann ich nicht direkt aufhören. Nein. Warte mal ganz kurz. Rally the Monarchy. Okay.
das Ding ist halt mit Allo Diplo, man kann halt einfach den Krieg erklären und ich finde das einfach so besser und auch angenehmer, weil ich finde es immer blöd, wenn man halt auf irgendwas angewiesen ist, dass man quasi so lange wartet, 3-4 Jahre, bis Deutschland irgendwas macht und dann geht's los mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, ja, es ist ein Zweiter Weltkrieg-Simulator, aber ich finde halt, man hat das alles so oft gesehen, es ist so langweilig, so 10.000 Mal gesehen, es ist immer dasselbe, von daher finde ich das halt mit der Low Deep Blue etwas besser, aber alle, die länger mit dabei sind, die wissen ja, wie das läuft, dieser, ihr wisst ja, ich mache das schon etwas länger so. The Right Ascendant in France. Okay, wir haben Review the Military ist hier auch durch. Modernize the Army. Gehen die jetzt hier auf Faschismus oder was? Oder was war das mit Right Dings, Gedöns? Naja. Ich hätte es mir durchlesen sollen. Aber ihr kennt mich, bin hier wieder etwas zu schnell. Ja, Österreich an sich. Jugoslawien recognized die Soviet Union. Das könnte jetzt, warte mal ganz kurz, what? Die machen jetzt aber hier kein Ding mit der Sowjetunion, oder? Das wäre nämlich nicht sehr empfehlenswert für mich. So, Arm Experience ist 10. Die Frage ist, kann ich mit meinen 10 Arm Experience was machen? Wir könnten die natürlich trainieren lassen. Das bringt uns ein bisschen Arm Experience. Nicht viel, aber ein bisschen was. Außerdem, ja, sind die noch nicht alle auf Max Level. Das heißt, das bringt auch ein bisschen was. Kostet natürlich auch wieder Ausrüstung. 3 pro Jahr. Nicht euer Ernst. Okay. Also dauert noch ein paar Jahre, bis ich meine ersten Flugzeuge habe. Aus irgendwelchen Gründen dauert es ewig, so ein Transportflugzeug zu bauen. Heieiei. Wenn ich das vorher gewusst hätte. So, Modify Government. Command. Special Forces. Was gibt es denn sonst? Irgendwas? Entrenchment Speed. Air Superiority. Artillerie, Anti-Submarine, Capital Ships, guck mal, Special Forces, Attack und Defense werden wir wahrscheinlich mal nehmen müssen. Ist jetzt auch wieder ein bisschen ärgerlich hier. I don't like this. Ich hatte eigentlich, es gibt nämlich zum Beispiel keinen, der mir militärische Boni bringt. Zum Beispiel normalerweise hast du ja Kommandanten oder beziehungsweise spezielle Kommandeure, die dir irgendwie was bringen, ne? Quasi. Okay, ich bin geistig behindert. Nein, wirklich. Nein, hier gibt es keine Army Attack. Hier gibt es Army Defense. Aber es gibt keine Army Offense. Ich dachte kurzzeitig, ich bin dumm und habe falsch geschaut. Aber ich hatte schon recht. Also ich habe schon falsch geschaut, aber ich hatte trotzdem recht. Das gibt's wirklich nicht. Ist schade eigentlich. Tschechoslowakia starts Border Fortification Project. Sollen sie machen. Die fortifizieren jetzt quasi die Border hier. Bringt den halt nichts, wenn ich dann quasi von der anderen Seite komme. Wie läuft es eigentlich mit dem Paratrooper Research? Noch 4 Tage. Haben wir jetzt eigentlich ein Transportflugzeug? Haben wir. Dann kann man nämlich das wieder aufhören. Würde man natürlich sagen, warum machst du das? Wir brauchen wieder Stahl, aber. Oder wir wollen eigentlich anders machen. Und zwar, so müssen wir das eigentlich machen. Brauchen wir trotzdem Stahl. So, Paratrooper haben wir Construction 1. Haben wir. Paratrooper 2 ist natürlich zu weit in der Zukunft, das ebenso. Dann haben wir natürlich noch die Road to 56 Research Möglichkeiten. Organisation plus 5. Max Factories plus 10%, das ist nice. Wir machen erstmal Army Focus. Max Factories, ja, nee, lassen wir mal kurz. Mal Engineering. Ich finde es nice, dass die Schweiz gleich mit 4 Forschungstrees startet. Wie viel können wir denn maximal haben? 5, 6, 7, 8, 9. Ja gut, können wir nicht 10. Es können natürlich nicht alles wählen. Aber wir können auf alle Fälle mindestens 6 haben. Das ist nice to know. Normalerweise startet, ich glaube, Deutschland startet auch mit 4. Aber die meisten anderen starten mit 2 oder 3 Forschungsslots. Und da ist es schon nice. Was wir jetzt jedenfalls machen, ist Division Designer. Einmal kurz komplett löschen. Ach, das ist natürlich, kostet das wieder 10 Milliarden XP, ne? Fürs Kotzen. Das heißt, wenn ich ne. Kann ich nicht einfach eine neue Division Ich will eigentlich. Das ist alles. Mehr brauche ich nicht. Es geht eigentlich einfach nur darum, dass wir quasi 160 Infanterie-Equipment.
Es geht eigentlich einfach nur darum, dass wir... wieder Stahl. Es geht eigentlich einfach nur darum, dass wir... halt hinter den Linien landen können. Und dann halt zum Beispiel Vienna, die drei Städte hier einnehmen. Die können wir vielleicht sogar noch irgendwie erobern, aber halt... hier... die Stadt, wie auch immer die heißt. Vienna brauchen wir. Graz, Salzburg und Innsbruck. Innsbruck können wir vielleicht so erobern. Ansonsten ist halt das andere, was wir quasi machen müssten, während wir jetzt einmal kurz das Training abbrechen. Das andere, was natürlich machen könnte, wäre halt, wenn wir es schaffen, möglichst schnell alles in Österreich zu erobern. Das wäre natürlich das andere. Ob man das schafft, ich weiß es nicht. Ich denke eher nicht. Was ist das? Stability, Ideology, Drift Defense... Order above all, individual rights, Igitt. Individuelle Rights. Ist ja widerlich. Rechte. Halt, wo sind wir hier? In der Schweiz oder was? Ja. Spanish Civil War. Deutschland macht aktuell Fight for a New Reich. Was haben wir denn aktuell? Kommunismus. Demokratisch. Autoritäres Dings und Faschismus. So, jedenfalls unser nächster Forschungs... Warum genau ist das wieder rübergegangen? Ah ne, ich habe geguckt, ne? End on Reliance on Militia. Ja, das mit der... mit dem Support Equipment ist so eine Sache. Aber ich brauche angeblich nur noch 60. Aber angeblich brauche ich 160. Hier... ach, bei der Infanterie Equipment. Das ist Infanterie Equipment, das ist ja Support Equipment. Na, ich bin dumm. Ich brauche ja doch das hier. Wir werden jetzt trotzdem damit starten, den Krieg zu erklären den Österreichern. Zum einen sollte der Battleplan voll sein, ja. Des Weiteren... umso schneller, also... selbst wenn wir jetzt quasi hergehen, wir greifen jetzt Österreich an. Selbst wenn wir jetzt in Stillstand kommen, ist es egal, wir haben es zumindest probiert. Ne? Es könnte sein, dass wir es trotzdem durchkommen und Deutschland nicht rechtzeitig schafft, Truppen nach Österreich zu schicken. Könnte auch sein. Weil dann würden wir uns ja quasi ärgern, weil wir dann quasi die Chance verpasst hätten. Also wir wissen es natürlich nicht, aber... zum Beispiel hier, der Angriff ist nicht so erfolgreich, deswegen würde ich sagen, gut, da greift eh nur eine Division an. Der Rest soll einfach mal alles da angreifen. Versuchen quasi hier mit aller Gewalt durchzukommen. Sofern das klappt. Aber es schaut ja durchwachsen aus. Wir haben natürlich 32 Flugzeuge, die im Schnitt mit da eingreifen. Das Wichtigste ist nur, dass Deutschland denen keine Truppen schickt. Und wenn sie schicken... okay, die sind das Deutsche Reich. Aktuell haben sie keine Truppen geschickt. Haben die irgendjemanden Truppen geschickt aktuell? Haben sie nicht. War das Civil War? Wait, what? Oh, da ist Civil War ausgebrochen. Das ist interessant. Das Deutsche Kaiserreich ist mit dem Deutschen Reich im Krieg. Und die haben auch noch gleich viele Divisionen. Okay, das ist jetzt... oh, das ist richtig strange. Das ist richtig krass. Oh, das ist Italien. Italien ist jetzt eingesprungen. Okay, dann würde ich sagen, brechen wir das Ganze ab. Das machen die Italiener, das, was ich eigentlich erwartet von den Deutschen erwartet hatte. So, jetzt ist eben der Punkt gekommen, wo wir quasi nicht vorbeikommen. Das ist quasi der Punkt, an dem wir dann die Paratrooper irgendwann brauchen. Army Soft Attack. Ja, das ist sehr teuer. Grand Battle Plan, Max Planning 10%. Wir können auch erstmal Industrie weitermachen. Oder man erklärt jetzt Deutschland im Krieg. Das wäre... ah, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht Deutschland jetzt in den Rücken gefallen. Ah, das ist richtig ärgerlich. Sowas muss man vorher wissen, dass sowas passiert. Ja, verdammt. So, End of Militia System. Okay, dann machen wir mal Infrastruktur. Also mehr Factories. Economy. Prepare for War. Seize Factories. So viele Factories gibt es hier aber gar nicht, ja? So. Genau, was wir jetzt hier einfach machen könnten, dann wäre, sofern ich hier Luftüberlegenheit habe, habe ich in der kompletten Region, das ist wichtig.
Dann halt Paratroopers. Das Ding ist allerdings nur, dass ich keine Paratroopers hier gerade habe. Deswegen geht das natürlich nicht. Setzen mal die Priorität am höchsten hier. Weil ich unbedingt Paratroopers brauche. So, bin ich mal gespannt. Das Deutsche Reich gegen das Deutsche Kaiserreich. Das Deutsche Kaiserreich hat... Die haben genauso viele Divisionen gerade. Also ich weiß nicht, wer gewinnt hier, ne? Ich denke wahrscheinlich logischerweise das Deutsche Kaiserreich irgendwann. Weil die einfach mehr Factories haben und dann wahrscheinlich im Long Run auch mehr Manpower natürlich. 1 Million gegenüber 160.000. Normalerweise sollte dann das Kaiserreich gewinnen. Und damit wäre das Deutsche Reich Geschichte und der König ist wieder da. Der freut sich da. Also Ausrüstung ist voll. Adden wir weitere Units. Die brauchen auch kein Training und so. Na, wie gesagt, die müssen ja nur landen da, da, da und da. Und ich weiß gar nicht, kann ich überhaupt von einem Flughafen... Ne, dafür bräuchte ich mehr... Ah, ich glaube, ich habe gerade ein Problem gefunden. Ich habe gar nicht genug Flugzeuge. Ich habe ja nur ein... Ich habe ja nur ein Supportflugzeug. Ich glaube, ich brauche ja für jede Mission ein Supportflugzeug. Das war ein Denkfehler. Ich habe einen Denkfehler reingebracht. Mensch. Aber daran sieht man auch, ich mache Fehler. Habe in die behauptet, dass ich perfekt bin. Also nahezu perfekt, aber nicht ganz perfekt, ja. Wahrscheinlich Dislikes auf das Video, weil ich das gesagt habe. Also greifen mich jetzt an, ist mutig. Finde ich gut eigentlich. Eigentlich finde ich es gut, dass die mich jetzt angreifen. Weil damit schaden die sich selber und mir passiert eh nichts. So, was bringt mir das? Trade Deal, Opinion, Fokus, Infrastruktur. Infrastruktur ist immer nice. So, genau, greift mich mal an. Kein Problem. Meine Vorbereitungen sind eh schon am Laufen. Also ich muss erstmal eine Location setzen. Nein, nicht abbrechen. So, dann adden wir mal die Paratrooper. Machen, ich weiß nicht, machen wir denen eine neue Ding rein? Ist wahrscheinlich besser, ne? Ah, gleich eine neue. Oder wir brauchen wenig Defensive, wir brauchen mehr... Welchen habe ich jetzt genommen? Wer ist er? Ne, ist schon richtig. Wir brauchen mehr Defensive, weniger Offensive. So, meine Paratrooper-Division. Soll ja keiner sagen, ich würde eintönig spielen, ne? Ich probiere auch neue Sachen aus. Die Frage ist nur, kommen wir da hin? Nope, ist es, wir kommen da nicht hin. Warum kann ich da keinen Paratrupp machen? Muss ich nicht verstehen, oder? Oder habe ich zu viele Divisionen ausgewählt? Das ist auch interessant. Habe ich keine Luftlinie? Doch. Kann mir einer erklären, wie die Paratrupps funktionieren seit neuestem? Manpower 1000? Muss ich das erforschen erst weiter? Hm. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt? Klick, Take of Points. Die müssen... Ah, ich muss erst Transportpläne, einen Transportplan zuweisen, oder was? Ah, okay. So, jetzt probieren wir das dann nochmal. Ha! Jetzt das. Kann ich mehrere Ziele machen? Nein, kann ich leider nicht. Zwei Paratroopers. Also zwei pro Flugzeug quasi. Ah ja, gut. Okay, das funktioniert auch einfach so. Und da ist natürlich eine... natürlich waren da zwei Einheiten. So, als ob sie es gewusst hätten, dass ich da landen werde. Gut, dann machen wir die nächste woanders. Und wir bauen nochmal mehr... wir bauen nochmal einen so Transportplane irgendwann mal in den nächsten 10 Jahren. Ah, das ist ärgerlich mit den italienischen Divisionen da. Gut, dann stoppen wir das Ganze mal wieder. Ich würde die zurückrufen, wenn ich könnte, aber geht natürlich nicht. Naja, wir opfern die. Ist jetzt nicht so, dass die irgendwie wertvoll wären. Spenden die beiden. Löschen wir das Ganze. Dann probieren wir es jetzt mit Salzburg. War einfach nur nochmal eine neue Division. Hopp, hopp, hallo. So, du gehst damit hin. Und dann nochmal Paradrop von da... Mach mal diesmal hier hin. Also. Zwei zuweisen.
Und das hat funktioniert. Warum auch immer der andere... Okay, jetzt hat... Dann seasen wir den Flughafen. Kann ich eigentlich dann quasi direkt die nächste starten? Quasi den nächsten Paratrooper ihn hier hinzuweisen. Und dann direkt Paradrop von hier nach Innsbruck. Hopp, komm her. Jawohl. Machen wir das auch gleich nochmal, weil dann landet er quasi direkt hinter dir. Ah, die bewegen sich. Stopp. Die bewegen sich gerade dahin. Okay, dann machen wir das kurz anders. Dann den Paradrop bitte nicht dahin machen, sondern von da nach hier. So. Und den löschen wir. Nein, jetzt habe ich den falschen gelöscht. Oh. Paradrop da nach da. Einer ist zugewiesen. Machen wir direkt go. So, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ob die reagieren oder nicht. Müssen wahrscheinlich rekrutieren. Reagieren meine ich natürlich. No Divisions. Wie No Divisions? Ist die gestorben? Oder habe ich einfach nur... Ne, die ist scheinbar tot. No Divisions? Ich weiß nicht, was ich hier schon wieder gemacht habe. Fakt ist jedenfalls, dass die ihre Truppen weggezogen haben. Was wir jetzt quasi einmal probieren, hier mit aller Gewalt durchzustoßen. Hoffen wir mal, das funktioniert. Vienna ist unbesetzt. Das ist natürlich dumm. Wie schaut Squad technisch aus? Okay. 98 haben wir hier. 99. Jawohl, damit hätten wir das erste erobert. Würde ich sagen, wir marschieren direkt weiter. Wir versuchen die quasi weiter zurückzudrängen. So. Die sollen Innsbruck erobern. So, Vienna gehört uns. Jetzt ist Salzburg die neue Hauptstadt. Ich bräuchte zwei neue Divisionen, habe ich jetzt aktuell nicht. Ganz toll. Immerhin hat mein Plan funktioniert, den ich hatte. So, einmal Innsbruck erobern. Innsbruck gehört auch uns. Wir dürfen natürlich Vienna jetzt nicht verlieren. Ich kann immer noch kein Instant Deployment machen, 19%. Es muss ja eigentlich nur schnell gehen. Ich brauche jetzt einfach nur... Immer noch nicht fertig. Jetzt hat. Ich brauche ja nur eine Division. Jetzt weiß man ihn mit zu gelb zu. Paradrop von da. Nein. Paradrop. Um Himmels Willen. Du, Paradrop, von da nach da. No Divisions. Ja, danke für den Hinweis. Eine Division hinweisen und go. Wenn das funktioniert, ist der Krieg vorbei. Wenn es nicht funktioniert, ist er quasi nicht vorbei. Warum kann ich hier nicht angreifen? Weißt du selber auch nicht wahrscheinlich, vermute ich mal. Jeweils sind die eingekesselt, die italienische Division. So, Landung auf Salzburg. Habe ich befohlen, wird nicht ausgeführt, aus irgendwelchen Gründen. Weil ich das Spiel nicht entpausiert habe, erklärt einiges. Und es hat geklappt. Ha! Ich bin ein Fuchs! Zeitgleich endet der deutsche Civil War. So. Ich bin ein Fuchs, meine Freunde. Ich bin ein richtiger Fuchsbau. So. Jetzt haben wir natürlich denn ihre Factories mit. Das ist eine Riesenhilfe. So, dann kann ich gleich nochmal... Auch alles ausgebaut. Auch interessant. Alles ausgebaut. Dann bereiten wir als nächstes entweder die Invasion von Ungarn vor. Oder Jugoslawien. Ich würde fast schon sagen, als erstes Ungarn. Ich glaube, Jugoslawien ist noch etwas zu groß gerade. So wie ich das gesehen habe. Dann bereiten wir einmal einen neuen Flughafen vor. Zwar muss er einmal dorthin. 800er Flughafen, auch nice.
So, und dann machen wir ja von da aus dann quasi die neue Naval Invasion, die Paratrooper-Invasionen. Paratroopers. Aktuell bauen wir 3,58 pro Jahr. Ich wollte wegen Ressourcen gucken. Importieren tun wir Stahl, das brauchen wir aber trotzdem. Wir brauchen 16, das ist quasi das, was wir... Okay, ne, da kann ich leider nichts ändern. So sehr ich es mir gewünscht hätte. So, Paratrooper 1 nach Budapest, ne? Wir jumpen direkt nach Budapest quasi. Railways expandieren, prepare for war. Factory Output plus 5%, das ist nice. Ungarn ist aktuell neutral, naja, ist Königreich, no faction. Deutsche Kaiserreich ist jetzt ganz offiziell Kaiserreich. Ist militärisch angeschlagen jetzt. Das ist gut, die haben ein paar Divisionen verloren durch den Civil War. Soll mir recht sein. Und da bleibt quasi nur noch nichts weiteres übrig, als uns Ungarn zu erobern. Die haben 6 Military Factories, 9 Civil Factories. Wir haben ja zum Glück auch schon, glaube ich, oder? Nein, wir können das noch ändern auf Early Mobilization schon mal. Dann machen wir Faschismus oder machen wir Stability? Ich glaube, wir machen Stability, oder? Dass wir Stability auf Max kriegen und dann machen wir Material Theorist, bla bla bla. Artillerie, Entrenchment, Air Superiority. Ja, ich weiß nicht, was ich hier machen soll gerade. Division Attrition, Division Defense. Was bringt mir das? Ressourcen Gain, Factory Output. Ich denke, ich nehme das erste gleich. Factory Output. Und sowas ist nice. Decisions available. Mobilize the Militia. Das bringt mir... Mobilization spielt plus 50%. 0,5 Faktor. Kriege ich aber weniger politischen Power Gain. Was ist das hier? Extras. Achso. Braucht keine Sau. So, wie schaut's denn mit dem Battle Plan Preparation aus? Ist schon fertig. Gut. Na gut, ich vergesse immer, das Spiel läuft ja am Anfang auch mal ziemlich schnell. So, damit starten wir, landen in Budapest, wenn es funktioniert. Es hat funktioniert, wir sind gelandet. Auch wenn er noch nicht so richtig will. Wenn aber, jetzt ist er da. Ich meine, auch wenn die zwei sterben, ist egal. Wir haben es immerhin geschafft, die Frontlinie zu lockern. Da sind zwei Divisionen direkt eingekesselt. Na, das Schweizer Militär ist, das ist das... geheimnisvoller, weißt du, sie machen die ganze Zeit einen auf, ja, wir sind voll schwach. Aber in Wirklichkeit sind sie die stärksten Divisionen, die es gibt. Ja, sehen ja, wie Ungarn hier überrannt wird von meinen 20 Elite-Divisionen. 22. Wir können übrigens mal normale Infanterie-Divisionen noch trainieren, sicherheitshalber. Weil am Anfang, wir werden jetzt am Anfang eh nur Infanterie haben, also wir werden eh nicht in das... Ach, das war ein schneller Krieg. Aber wir werden eh nicht in den Genuss kommen, dass wir irgendwann... mit Panzer oder sowas haben. Das wird nicht passieren, denn auf absehbare Zeit. Okay, Rumänien ist strong, aber Jugoslawien ist nicht so strong. Deswegen ist Jugoslawien halt wirklich das nächste. Direkt auf Belgrad. Zumarschieren quasi. Military Factories sind offen. Gucken wir mal, haben wir jetzt auch genug Ausrüstung. Ich würde sagen, dann bauen wir Fighter. Und Dive Bomber. Und natürlich weiterhin viel Equipment musst du weiterhin produzieren. Das braucht man natürlich. Da können wir jetzt nicht einfach aufhören damit. Dann Factories. Ja, ist okay. Könnte allerdings besser sein. Hier rekrutieren tun wir ganz fleißig. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich hier nur neue Missionen für die beiden. Und zwar Paratrop von hier nach... direkt nach Belgrad. Und ich sehe gerade, die Zeit ist vorbei, die Zeit ist um, die Folge ist vorbei. Wir haben einiges geschafft in der ersten Folge. Die Schweiz schaut äußerst lustig aus, passt sich so ein bisschen der Tschechoslowakei an.
Nationalsozialistische Spanien gewinnt wie immer den Krieg. French State ist faschistisch. Die Deutschen sind autoritär. Also hier passiert wieder jeder mögliche Shit und es wird richtig geil. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es wieder heißt, die Schweiz ist nicht mehr neutral. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.